Welches Gebäck weiß auf alles eine Antwort? Der Gugelhupf! Warum mache ich diese Scheiße nur? Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu OSM Online Soccer Manager. Immer noch mit schlechtem Mikrofon und ich nutze hier diesen Part ein bisschen als Informationsvideo. Denn ich will euch ein paar Sachen sagen. Und zwar ist erstens mal ein neues Mikro bereits bestellt auf so einer großen Internetplattform, beginnt mit A und hört mit Amazon A und hört mit Amazon auf. Ja, soll ein gutes Mikro sein, laut Bewertungen, auch für YouTube geeignet. Habe ich extra natürlich herausgesucht. Es ist kein teures Mega-Studio-Mikrofon, aber es ist auf jeden Fall ein besseres Mikro. Soll sehr klar der Ton sein und soll laut Amazon am Montag bei mir ankommen. So Montag oder Dienstag. Das heißt, wenn es Montag kommt, wird es wahrscheinlich eher ein bisschen später kommen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass das Dienstag-Video bereits mit gutem Ton zurückkommt. Gut, das war mal Nummer 1 der ach so wichtigen Ankündigungen. Nummer 2, das ist nämlich jetzt auch ein Problem, dass ich eben dieses Mikrofon jetzt bestellt habe, weil ich habe im Bioshock glaube ich 4 oder 5 Folgen voraus aufgenommen. Das heißt, die sind allesamt miteinander in schlechter Tonqualität. Und kann ich auch nicht direkt drüber reden, weil ich das, könnte ich. Ich habe meine Audiospur an. Naja, da frage ich jetzt mal lieber euch mit Bioshock, wie wäre euch das lieber, wenn ich jetzt mal bis Montag nichts von Bioshock hochlade? Außer einen, den habe ich glaube ich fertig gerendert, einen Part, der Rest ist noch nicht gerendert. Dort könnte ich dann im Nachhinein mit dem neuen Mikrofon was aufnehmen, also irgendwie über irgendwelche Themen reden und dann könnte ich das auch so machen. Gut, das wäre mal das. Dann noch eine Ankündigung. Ich möchte ab jetzt wieder, also sobald das neue Mikrofon auch da ist, wieder ein bisschen mehr mit FIFA machen, eventuell COD oder vielleicht besorge ich mir Battlefield, weil das wollte ich eh immer schon mal spielen, aber ich habe es mir irgendwie nie geholt, weil, keine Ahnung, COD eigentlich relativ zufrieden war, was ja schon genug heißt. Nein, und auf jeden Fall könnte ich dann, möchte ich mehr über Themen reden, also auf gut Deutsch sein Commentary, aber live reden, das heißt, ich möchte, dass ich irgendwie im Nachhinein besprechen, sondern ich möchte das wirklich live weiterreden. Das heißt, ihr könnt mir dann auch immer gerne Themenvorschläge geben. Ich werde am Anfang werde ich mir selber irgendwelche suchen. Ich habe auch schon ein paar, über die man reden kann. Das sind einfach diese Standards halt. Aber diese Standard-Themen wie Rauchen, Alkohol und was es alles gibt. Über sowas könnte ich gut reden und so weiter. Und da gibt es halt dann immer wieder Themen Schule, Pipapo. Ja, das wäre gar nicht so verkehrt, weil ich finde die FIFA-Parts sind zwar lustig und so weiter, aber ab und zu höre ich einfach auf zu reden, also weil ich nichts mehr weiß. Und deswegen würde ich dann gerne ein bisschen auf Themen eingehen, aber live. Das heißt, ich werde ab und zu aufs Spiel ein bisschen eingehen, das Thema und so weiter, vielleicht Fragen beantworten, sowas könnte ich auch immer wieder mal mit einbeziehen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, kann ich die auch beantworten. Und da eignet sich einfach ein FIFA oder ein Call of Duty einfach gut, weil man da jetzt nicht unbedingt auf das Spiel eingehen muss. Übrigens lade ich auch gerade den zweiten Part des FIFA-Turniers hoch, natürlich auch wieder ein schlechterer Quali. Aber das wird alles ab Montag, Dienstag herum viel, viel besser, wenn das Mikrofon das haltet, was es verspricht. Man weiß ja nie. So gut. Dann habe ich schon
gestern oder vorgestern diese Revolution auf dem Kanal angesprochen. Das alles, was ihr gehört habt, ist Teil davon. Und die wird auch irgendwann in Start kommen. Da frage ich mich immer noch, alle Videos löschen oder nicht? Eigentlich wäre es vielleicht gar nicht so dumm, viele Videos zu löschen. Meiner Meinung nach. Im Herzen wissen wir alle, dass ich Pokémon durchgespielt habe. Wir wissen das alle. Ich werde das auch immer noch aufnehmen. Und wenn es sein muss, dann kann ich auch gerne hier auf einem anderen Kanal hochladen, die alten Parts sozusagen. Wobei ich das nicht so wichtig empfinde. Das Einzige, was natürlich dann einmal stark runtergeht, sind auf meinem Kanal die Aufrufe, weil das mit Videos nicht mehr da sind. Das heißt, ich habe dann anstatt, dann habe ich jetzt 11.000 Aufrufe, vielleicht nur noch 3.000 oder so. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich hier oben lasse. Ja, da bin ich auch am Überlegen und so weiter und so fort. Und das auf dem Kanal wird sich einiges tun. Ein Retro-Projekt muss ich jetzt auch wieder starten. Ja, könnt euch auf vieles freuen. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich wäre, ja, versuche Gas zu geben, sagen wir mal so. Na gut, Freunde, das war's dann für heute. Das war so als Infovideo. Viel habe ich nicht gemacht, aber ich wollte euch einfach mal ein bisschen über meine Pläne berichten und so weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen oder so wieder. Bis dahin, auf Wiedertschüss.